Dusche. Ich hätte mal das Prinz-Doppelgänger, dann würde beim Duschen mit einer anderen Frau richtig die Sau auslassen. Siehst du, wir hatten einen tollen Bro-Abend mit einem Strip-Schuppen und unsere beiden Frauen finden das völlig okay. Das ist nicht okay. Weil sie einfach verstehen, dass es ein sehr gesundes Verhalten ist, wenn wir das hin und wieder mal machen. Das ist Marsha sollte sich nicht so viel Sorgen machen müssen wegen einer unschuldigen Fantasie. Welche Sorgen macht er sich und verstehen? Nein, das ist nicht. Sag's ihr, wir alle hier sind Freunde. Oh, nein, das sind wir nicht. Baby, ich denke manchmal an eure Frau. Ja, das passiert, aber glaub mir, jedes Mal fühle ich mich dabei so schuldig, dass ich mir vorstellen muss, dass du gestorben bist. Denn selbst in einer Fantasiewelt könnte ich dich nicht hintergehen, du... Du bist doch mein Leben, Baby, und ich liebe dich. Ist das wahr? Du bringst mich um? Also, lange reden kannst du von anderen Weibern so viel fantasieren, wie du willst, aber würdest du mich bitte nicht umbringen? Umbringen? Baby, nein. Du bekommst eine tödliche Krankheit. Ich tue alles für deine Heilung und gründe sogar eine Stiftung auf deinen Namen. Wir stehen so kurz vor deiner Rettung. Du erinnerst dich? Oh, ja. Ich erinnere mich, wir waren hier was trinken mit deinen Freunden, die ich vermocht habe. Oder gehasst. Ob sie noch Freunde sehen. Du magst sie. Sie sind die Familie, Ted. Schauen wir mal, was sie noch einfällt. Allerdings, sie sind meine besten Freunde, also sei nicht überrascht, wenn ihnen spontan so gar nicht einfällt, welche Fehler ich mache. Hat er jongliert? Bilder mit sie? Amazon erwartet bei einer Rechnung über 19 Dollar übernommen. Hat er da diese ständige Hinweise auf Rechtschreibfehler auf der Speisekarte? Und weiter geht's auf den Abkommen zu, mein Freund. Jedenfalls ist das billiger, als sich ein Kondom zu kaufen. Hey, wisst ihr, was es war? Ich glaube, er kam mir damals vor wie ein Weiberheld. Der Held? Wir haben an diesem Abend dort drüben gesessen. Und auf diesem Foto sind meine Katzen angezogen. Wir waren mit Feinde. Das ist der Joker, der Riddler, Mr. Freak. Und was ist mit Catwoman? Das wäre toll gewesen. Schnauzer Marsch entdeckt. Ah. Gott, und ich dachte, du bist auch so ein Scheißkerl. Tut mir wirklich leid. Gut zu wissen, dass mein früheres Ich kein totaler Idiot war. Dein jetziges Ich ist aber auch nicht so schlecht. Keks, knusprige Flakes und leckere Schokolade. Like the Choco Crunchy. Jeder Biss ein Crunch. Wenn das wird noch geiler als beim letzten Mal. Das wird auf jeden Fall geiler. The Voice of Germany. Ab 18 Oktober auf ProSieben und ab 19 Oktober in Sat.1. Also bitte.